Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Ja, da stecken wir schon wieder mittendrin in der Friends-Welt. Wer das nicht mag, muss ja nicht zu Ende gucken. Aber auch dieses Set hat durchaus wieder ein paar Gags, die sich eigentlich in anderen Serien von Lego so nicht finden. Also lohnt sich's anzugucken, erst recht, weil man weiß ja nie, ob man nicht nochmal Kinder hat. Insbesondere weibliche. Dann könnte dieses Set nämlich in Frage kommen. Im Langen geht es um den Hotdog-Stand im Freizeitpark. Das heißt, das Ganze gehört zu der Freizeitpark-Serie jetzt im Jahr 2016 und mit dem Hotdog-Stand eben jetzt. 29,99 das Ganze für 243 Teile. Für Friends relativ teuer pro Teil, über 12 Cent. Das liegt aber auch daran, dass eine ganze Menge große Teile dabei sind und ein paar Aufkleber. Und wenn man das alles zusammenpackt, so ja, in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, dann sieht das so aus. Naja, so sieht erstmal der Karton aus, aber wenn wir den wegnehmen, dann sehen wir es. Und da sehen wir auch schon, was eigentlich das Highlight dieses Hotdog-Stands ist. Der Hotdog-Stand sieht aus wie ein Hotdog. Da kann sich Ikea doch eine Scheibe bzw. eine Wurst von abschneiden. Gucken uns erstmal kurz die Minifiguren an. Das ist Stephanie. Stephanie ist sozusagen die Hotdog-Verkäuferin heute mal. Die jobbt da, hat eher was Kurzes an, könnte also sommerlicher sein. Gut, so ein Freizeitpark hat in der Regel ja auch nur im Sommer auf. Hat ein Loch im Kopf, wie üblich, damit man ihr da noch eine Spange oder sonst was reinstecken kann. Ja, und sonst dieses typische Friends-Gesicht, was ja viele, glaube ich, davon abhält, diese Serie wirklich toll zu finden. Aber man muss es ja nicht an den Minifiguren festmachen. Auch nicht an ihm hier, das ist unser Junge. Also, es gibt ja auch Jungs in der Friends-Welt. Das ist Nate oder Nate. Und Nate hat sozusagen die Dingsbums-Karte gezogen, weil er darf nämlich das Hotdog-Kostüm heute mal anziehen. Dazu sollten wir ihm allerdings den Kopf drauf lassen. Kann er besser gucken. So, das passt nämlich auch. Nee, passt nicht drüber. Also müssen wir die Haare abnehmen. Ach, siehste, also nicht nur das Kostüm muss er anziehen, sondern auch noch die Haare abschneiden. Aber was tut man nicht alles für Stephanie und dafür, dass ihr Wagen brummt? Jo, und dann sieht er eben so aus. Das gab es ja so ansatzweise auch schon mal in einer Minifiguren-Serie. Aber hier haben wir es jetzt nochmal. Jo, also lecker, genau. Ein Schild gibt es auch noch dazu. Da sehen wir schon mal, 3 Einheiten kostet hier der Hotdog. Das ist teurer, glaube ich, als bei Ikea, aber dafür sind wir ja auch im Freizeitpark. Da ist immer alles etwas teurer. Und wir haben 2 Sitze. Die sind jetzt nicht so spektakulär. Was wir aber noch haben als zweite Attraktion, das ist so ein Zerrspiegel. Den sehen wir hier. Und wenn wir da mal Stephanie vorhalten, sehen wir schon, ja, dann wird es mit der Modelkarriere, glaube ich, nichts mehr. Aber ist ja Gott sei Dank nur ein Spiegel. Und außerdem wollen wir ja bei diesen Sachen nicht irgendwie irgendwelche Klischees erfüllen. Was auch dazu gehört, das fand ich auch schon ganz witzig, ist hier diese Schablone, ich meine gesagt, diese Wand, vor die man sich stellen kann. Das passt allerdings von der Höhe nicht ganz. Da muss Steffi ein wenig in die Knie gehen, aber dann kann sie da rausgucken und dann könnte man da ein Foto von machen, wo sie so aussieht, als wenn sie Popeye wäre oder eine Meerjungfrau. Dann können wir daneben noch Nathan oder Nate stellen. Ja, dann das wäre dann das Paar, genau. Wenn wir wollen, können wir, wie gesagt, ein Foto machen. Da ist auch der Fotoapparat dabei, allerdings Lego-Style-mäßig. Da kommt kein Filmfoto raus, außer das eine einzelne, das wir da unten schon vor Luken sehen. Das ist schon mal vorgefertigt und mit dem Aufkleber dann zu versehen. Ja, so sehen die beiden dann aus, wenn sie es denn gewagt haben. Ja, aber das ist, glaube ich, weniger das Highlight. Das Highlight ist das hier und da sehen wir ihn nochmal in voller Pracht, der Wagen, der aussieht wie ein Hotdog mit Wurst und Brötchen drüber und dazwischen dann eben der Hotdog-Stand. Hier sehen wir dann auch, dass es größere Teile sind, die hier das Brötchen sozusagen darstellen. Deswegen ist vielleicht der etwas höhere Preis dann auch, ja, okay, sagen wir dann mal noch. Es gibt auch oben eine Möglichkeit, sich dann hinzusetzen. Dafür ist diese Leiter da. Ob das dann immer alle Sicherheitsvorkehrungen so einhält, lassen wir mal dahingestellt. Aber da sehen wir, da sind so ein paar flache Stühle und noch ein Tisch mit was drauf. Ja, da sehen wir nochmal ein anderes Ende der Wurst. Jede Wurst hat ja 2 Enden. Und vorne sehen wir auch schon eine Registrierkasse mit 100 Geld. Ja, siehst du, da hat sich mal jemand nicht lumpen lassen. Mit Senf und mit Ketchup und eine Wurst im Brötchen. Gleich 2-mal. Die gibt es ja jetzt schon seit einiger Zeit bei Lego neu, wo die Wurst dann ins Brötchen reingeklickt wird. Ein paar Lämpchen oben drüber, eine Markise in Bunt, also in Friends Bunt. Und ja, wenn wir jetzt, wie gesagt, von der anderen Seite nochmal gucken, da ist Leiter, nicht? Dann auch hier lila Streben und nochmal oben die Sitze mit auch dem Tisch und was zum Trinken. Das können wir auch abnehmen, damit wir, wie es auch in der Anleitung heißt, drin ein wenig besser spielen können. Also
die Jüngeren dann wahrscheinlich eher. Und da sehen wir das, den Rost, da können wir nämlich die Wurst draufpacken aufs Rost mit einer Zange, damit wir uns dann die Finger nicht verbrennen, wenn denn die Wurst entsprechend gar ist. Ist auch dieses typische Pölserrot, was man aus Dänemark kennt, wundert einen ja weniger, schließlich kommt Lego ja auch aus Dänemark, die kennen ja nur diese roten Würste. Dann haben wir hier noch ein Lenkrad, ja gut, da kann dann Steffi fahren, wenn sie möchte und wie wir sehen, auch eher im bequemen Liegesitzmodus. Da wird es allerdings schon eng, mit den Händen noch ans Lenkrad ranzukommen. Und man sollte aufpassen, dass einem die Wurst nicht in den Rücken fällt. Aber es geht irgendwie wahrscheinlich. Soll ja auch nur so aussehen, als ob. Da wird man wahrscheinlich keine langen Touren machen. Wir sehen nämlich gleich, wenn wir jetzt das obere Brötchen wieder draufpacken, dass dann es von vorne tatsächlich so aussieht, als wenn Steffi Auto fährt. So, kommen wir kurz nochmal in die Anleitung. Da wenig Überraschendes, logischerweise sind ja auch nicht viele Teile. Also Bauzeit ist wirklich übersichtlich und typisch ja auch für Friends, eher ja auch dann an jüngere Bauer gerichtet. Das ist relativ detailliert erklärt. Da kommen auch Jüngere schon mit zurecht. Deswegen macht mir auch das Bauen, glaube ich, Spaß, weil das ist nicht so immer dieses Kleine bei Technik und nochmal wieder so ein schwarzes Teil und dann noch so ein halblanges blaues. Nö, das ist real und reell. Da ist man dann auch zügig fertig und hat sein Wurst mit Brötchen dann auch vor sich stehen. Jo, man merkt schon, ich mag diese Serien, ja, und ich finde auch hier gibt es wieder wirklich witzige Ideen mit dieser nicht nur Schablone bzw. Wand, wo man dann sich fotografieren lassen kann, sondern insbesondere hier dieser Hotdog-Stand, also das, finde ich klasse, also muss man auch erstmal drauf kommen als Designer, deswegen gibt es von meiner Seite auch 7 Punkte, also schön, wenn man es mag. Ne? Das war's dann auch für heute mit der Klemmbaustein-Lyrik, bis zum nächsten Mal, ich habe jetzt Hunger bekommen und tschüss.